Wie lange brauchen Sie für die Rechnung? Selbst mit Taschenrechner wahrscheinlich länger als der Maximilian. Aber überzeugen Sie sich selber. Was gibt 55 geteilt durch 7? Das gibt 7,857142 und so weiter Periode. Wie aus der Pistole geschossen kommt die übrigens korrekte Antwort. Und das, obwohl der Maximilian gerade mal 12 ist. Er ist einer von 30 Hochbegabten, die am Sonntag zu Luzern an der ersten Europameisterschaft im Kopfrechnen für 10- bis 17-Jährige teilnimmt. Dass sie gescheiter sind als der Durchschnitt, ist allen schon früh bewusst worden. Ich habe mit 2 Jahren zum Beispiel auch schon 200 Teile-Puzzles gemacht. Und die erste Klasse war in Mathe ein bisschen langweilig. Da habe ich dann nach Zusatzaufgaben gefragt und habe dann schon mit Wurzeln angefangen, während die anderen noch bis 20 gerechnet haben. Das ist mir recht gleich in der Primar schon aufgefallen, vor allem mit der Mathematik. Dort war es, die anderen brauchen ziemlich lang, bis sie wirklich verstanden haben, wie es geht. Bei mir macht es zack und steht auf dem Blatt. Zuerst habe ich gedacht, irgendwas mache ich falsch, das wird wahrscheinlich reinweise falsch sein. Dann ist es halt richtig, okay. Obwohl manch einer davon träumt, so gut rechnen zu können, das Leben von einem Hochbegabten ist nicht immer einfach. Der Pascal zum Beispiel ist in der Primarschule gecancelt worden. Ja, was hättest du denn auch machen sollen? Du einfach die Ohren zugehabt und gesagt, ja gut, jetzt sind es noch 3, noch 2, noch 1 Jahr. Nachher kann ich ja Kantonschule. Nachher ist es mir scheißegal, was die von mir denken. Ich weiß, in der Schule, da konnte ich halt schon alles. Und wenn die Lehrer es erklärt hat, die haben es halt manchmal öfter erklärt und nochmal öfter, weil es halt manche gebraucht haben. Und das war halt dann schon sehr langweilig für mich. Und Lehrer sagt dann auch immer, ich sollte nicht wirklich aufstrecken, wenn ich die Lösung schon weiss. Sondern manchmal mal warten. Und nur sagen, wenn es dann wirklich keinen herausgefunden hat. Da ist sein Wissen dafür mehr als gefragt und bringt ihm vielleicht sogar den EM-Titel im Kopfrechnen. Und weil es so unglaublich ist, zum Schluss noch mal eine Kostprobe, die der Maximilian übrigens auch richtig beantwortet. Kannst du mir sagen, was für einen Wochentag der 14. April 2414 ist? Das ist ein Montag.